Ich sehe im Hintergrund Antonio Tajani und deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell rein zur Sitzung in den Plenarsaal. Natürlich mit Bedauern, aber so hat sich der Wille geäußert der Mehrheit der politischen Kräfte, die im House of Commons vertreten sind. Diese Abstimmung muss korrekt verstanden werden. Verschiedene Kräfte haben also gegen die Abstimmung gestimmt, aus unterschiedlichen, entgegengesetzten Gründen. Die einen sind gegen den Backstop, andere wollen nicht mehr so enge Beziehungen mit der Europäischen Union, wollen eine Zollunion. Und wahrscheinlich ist es zu früh, die Folgen jetzt auszulegen. Aber noch sind wir nicht bei einem No-Deal angekommen. Westminster hat keine Mehrheit, nicht einmal für diese Hypothese. Wir müssen sehen, dass das britische Parlament zwei negative Mehrheiten enthält. Die einen sind gegen die Einigung und die andere sind gegen einen ungeregelten Austritt des Vereinigten Königreiches, aber auch ohne positive Mehrheit. Wir werden also nun so schnell wie möglich damit begonnen, um eine Lösung zu finden. Und wir warten darauf, wie die britische Regierung nunmehr zu verfahren gedenkt. Wir von unserer Seite aus sind bereit, an den künftigen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich zu arbeiten. Und die britische Regierung wird dann die Red Lines möglicherweise abändern wollen. Wir sind offen. Wir haben Vertrauen in unseren Chefunterhändler Michel Barnier, der mit großem Geschick und großer Diplomatie die Verhandlungen geführt hat mit dem Vereinigten Königreich. Wenn es nicht möglich ist, ambitionierte Ziele zu erreichen, dann werden wir einen ungeregelten Austritt haben. Und das wird sich natürlich negativ auf alle auswirken. Wir werden weiter die Vorbereitungsarbeiten leiten, um vielleicht auch diesen ungeregelten Austritt vorzubereiten. So ist das die Linie des Europäischen Parlaments, in erster Linie für die Bürger der Europäischen Union wichtig, die auch im Vereinigten Königreich leben, beziehungsweise die Briten, die in der Europäischen Union leben, die unter dieser Unsicherheit, der unsicheren Lage leiden und die die ersten Opfer sein werden eines ungeregelten Austritts. Wir müssen nach wie vor das irische Problem im Auge behalten, dürfen Irland da nicht alleine lassen, müssen dafür sorgen, dass diese Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland eine flexible Grenze ist, aber gleichzeitig auch die Interessen gewahrt werden des Gesundheitswesens, der Landwirtschaft und der europäischen Industrie. Natürlich müssen wir nach wie vor diese Einheit der Mitgliedstaaten untereinander, der Institutionen aufrechterhalten, die gehandelt haben bei diesen langwierigen, schwierigen Verhandlungen. Eine Einheit, die zeigt, dass die Europäische Union in einer schwierigen Situation da ist und in der Lage ist, einen Zusammenhalt zu wahren. Nun beginnen wir mit der Aussprache zu den Erklärungen des Rates und der Kommission zum Thema Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union. Für den Rat spricht Frau Melania Ciot. Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, im letzten November hat der Rat das Abkommen zum Austritt des VK aus EU und Euratom verabschiedet, wie auch die politische Erklärung, die den Rahmen setzt für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem VK. Und damals wurde wieder einmal erklärt, dass die Union beabsichtigt, eine so eng wie nur mögliche Partnerschaft mit dem VK zu pflegen. Dieses Ergebnis wäre nicht möglich gewesen ohne
Einheit, das Gefühl eines gemeinsamen Zieles und einer gemeinsamen Verantwortung der 27 Mitgliedstaaten und auch der EU-Institutionen. Wir haben nun das Ergebnis der Abstimmung in Westminster vernommen und dieses Ergebnis bedauern wir. Das macht einen ordentlichen Austritt des VKs unwahrscheinlicher. Und das wiederum würde ernstzunehmende Konsequenzen haben für alle, insbesondere aber für das VK. Diese Konsequenzen anzupacken, wird zweifelsohne die gleiche Einheit notwendig machen, das gleiche Gefühl eines geteilten Zieles und einer geteilten Verantwortung seitens der Mitgliedstaaten und der EU-Institutionen. Es gab viele widersprüchliche Botschaften, die im VK verbreitet wurden, vor und während der Debatte im Vorfeld der Abstimmung von allen Seiten des politischen Spektrums. Angesichts dieses Umstandes ist es schwierig, nur eine Erklärung zu finden für das Ergebnis der Abstimmung. Dieses Ergebnis ist nicht das Ende. Eine Neuverhandlung des Abkommens ist keine Option. Gleichzeitig sollten wir bereit sein zu handeln, sobald die VK-Regierung weiß, was das Ergebnis für die Ratifizierung bedeutet und wie die nächsten Schritte aussehen. In der Zwischenzeit, wie schon mehrfach bekräftigt vom Rat, der Kommission, im Parlament sollen die notwendigen Schritte unternommen werden. Wir werden das Ratifizierungsverfahren in der EU vorantreiben. Und ich freue mich sehr, sagen zu können, dass letzte Woche der Rat bereits eine Entscheidung verabschiedet hat zur Unterzeichnung des Abkommens und zur Verabschiedung der Entscheidung und der Schlussfolgerungen. Die Verantwortung dafür zu sorgen, die Ratifizierung des Abkommens seitens des VKs voranzutreiben, liegt natürlich bei der Regierung des Landes. Wir sollten jedenfalls die Regierung des VKs dahingehend bekräftigen, dass sie ihren Teil der Ratifizierung vorantreiben sollten. Wir wissen natürlich, dass Abstimmung und auch der Ausgang des Misstrauensvotums nicht sicher sind. Wir müssen weiterhin unsere Vorbereitungen vorantreiben für alle möglichen Ergebnisse, unter anderem auch für einen möglichen No-Deal. Das ist keinesfalls eine Situation, die uns vorschwebt, aber wir werden uns vorbereiten für den Fall, dass eine solche Situation eintritt. Wir müssen gewappnet sein für diese Eventualität und die Vorbereitung auch von Dringlichkeitsmaßnahmen wird jetzt mehr Raum einnehmen auf der EU und auf der nationalen Ebene. Wir werden auf der soliden Arbeit aufbauen können, die bereits geleistet wird. Und das bedeutet, dass zusätzliche Legislativarbeit ansteht, jetzt auf der letzten Etappe der Legislaturperiode. Und gleichzeitig sind wir uns sicher, dass das Europaparlament sich der Herausforderung gewachsen zeigen wird. Die Ratspräsidentschaft wird mit ihrer Zusammenarbeit in jeder Eventualität bereit sein, die Verabschiedung der notwendigen Notfallplanungen rechtzeitig zu verabschieden. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt kommen wir zum Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Frans Timmermans. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Die Abstimmung des gestrigen Abends im britischen Unterhaus war eindeutig. Das Austrittsabkommen wurde abgelehnt und jetzt müssen wir in die Zukunft blicken und eine Lösung finden. Die Kommission bedauert die Ablehnung des Austrittsabkommens, wie die Vertreterin des Rates sagte, denn wir denken, dass dies das bestmögliche Ergebnis war. In einer Situation, wo zwei Parteien verhandeln und wo ihr natürlich an die eigenen Interessen denkt, da die Kommission verhandelt und Michel Barnier hat da im Namen der 27 hervorragend verhandelt. Die britische Regierung hat im Namen des Vereinigten Königreichs verhandelt und wir denken, dass dieses Ergebnis zu einem Austrittsabkommen führte, das versuchte, so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Niemand sollte sich etwas vormachen. Brexit führt zu Schäden im Vereinigten Königreich, zu Schäden der Europäischen Union. Und wir als Politiker haben die Verpflichtung, diese Schäden auf
auf das absolute Mindestmaß zu senken. Und wir denken, dass dieses Austrittsabkommen diese Verpflichtung möglich gemacht hat. Nun, es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu spekulieren, welche Art von Brexit wir haben werden. Jetzt müssen wir erst einmal abwarten, was im britischen Unterhaus, was im Vereinigten Königreich geschehen wird, welche Haltung die britische Regierung einnehmen wird, welche Haltung das britische Parlament einnehmen wird. Aber wir müssen aber auch sicherstellen, dass wir auf jedes Ergebnis vorbereitet sind. Und dazu gehört auch ein ungeregelter Austritt, also ein No-Deal. Denn das hätte ganz klare Auswirkungen, sowohl für das Vereinigte Königreich wie auch für die Europäische Union. Aber die Kommission wird sicherstellen, dass wir auf alle möglichen Ergebnisse entsprechend reagieren können. Und wie die Ratsvertreterin sagte, werden wir uns weiterhin mit der Ratifizierung des Austrittsabkommens beschäftigen, weil dies mit der britischen Regierung abgesprochen wurde. Und wir denken, dass dies weiterhin das bestmögliche Ergebnis ist, um einen geregelten Austritt möglich zu machen. Und zum Abschluss möchte ich C.S. Lewis zitieren: Wir können nicht zurückgehen und den Anfang verändern. Aber wir können jetzt damit anfangen, dort zu handeln, wo wir sind, und das Ende abändern. Vielen Dank. Ora la parola al capo. Nun bekommt der Chefunterhändler der europäischen Institutionen das Wort, Herr Michel Barnier. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, Herr Vizepräsident, Frau Staatssekretärin. Die Europäische Union hat das Ergebnis des britischen Unterhauses zur Kenntnis genommen. Frans Timmermans, der Vizepräsident, hat es gesagt, dass die gestrige Abstimmung im House of Commons eine klare Mehrheit erzielt hatte, gegen das Austrittsabkommen sich ausgedrückt hatte. Gegen das, was man mit der britischen Regierung im November ausgehandelt hatte und was Sie hier im Parlament begrüßt haben. Jetzt ist es so früh, die Auswirkungen zu bewerten. Wir haben immer und tun das nach wie vor die demokratische Debatte in Großbritannien geachtet und respektiert. Die gestrige Abstimmung hat gezeigt, dass die politischen Bedingungen für den Austritt noch nicht gegeben sind. Wir bedauern das Abstimmungsergebnis, wie Präsident Juncker das auch gesagt hatte. Und dieses Bedauern hängt natürlich auch zusammen mit der intensiven Arbeit, die wir geleistet haben, gemeinsam mit Ihnen, mit der Brexit-Gruppe über 2 Jahre hinweg. Mit dem britischen Parlament und auf der Grundlage der Red Lines des Parlaments im Vereinigten Königreich. Wir bedauern dieses Abstimmungsergebnis sehr, denn wir haben das Austrittsabkommen gemeinsam ausgehandelt mit der britischen Regierung auf objektiver Grundlage. Dabei haben wir die geteilten Forderungen geachtet, damit es keine Grenze in Irland gibt. Großbritannien wollte die Integrität des eigenen Zollgebietes aufrechterhalten. Und gemeinsam mit der britischen Regierung haben wir den Rahmen einer künftigen Beziehung abgesteckt, die wir eng gestalten wollen und so ambitioniert, wie es nur geht. Genauso wie auch die roten Linien im Vereinigten Königreich das zulassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die öffentlichen Erklärungen zur Kenntnis genommen der Abgeordneten im House of Commons, die gegen das Abkommen gestimmt haben. Und Ihr Präsident hat es ja noch einmal in Erinnerung gerufen. Die Gründe waren dafür sehr vielfältig, hier und da gar entgegengesetzte bzw. gegensätzlich. Dieses Abstimmungsergebnis ist somit nicht der Ausdruck einer positiven Mehrheit, die eine Alternative
hätte für das jetzt vorliegende Abkommen. Deshalb ist es so, so wie Franz Timmermans es gesagt hatte, nun an den britischen Behörden heute und morgen eine Evaluierung dieses Ergebnisses vorzunehmen. Und es ist an der britischen Regierung zu sagen, wie man jetzt geordnet am 29. März austritte. Gestern hatte der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, auch noch einmal daran erinnert. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, entgegen der Erklärungen der letzten Wochen und der letzten Tage ist es so, dass das Abkommen, was wir erzielt haben mit dem Vereinigten Königreich über fast 600 Seiten, ein gutes Abkommen darstellte. Das ist natürlich das Ergebnis eines Kompromisses, aber das ist der beste mögliche Kompromiss. Und ich sage es noch einmal, wir haben objektive Arbeit geleistet. Es ging um Rechtssicherheit auf allen Seiten, dort, wo der Brexit Unsicherheiten geschaffen hat, wie jede Art von Trennung. Sicherheit für die Bürger, Sicherheit für die britischen Bürger, für die europäischen Bürger der übrigen 27 Mitgliedstaaten, damit deren Rechte gewahrt werden, und zwar auf Dauer. Denn diese Rechte waren immer unsere Priorität, ihre Priorität hier im Europäischen Parlament. Und der Schutz dieser Rechte bleibt unsere Priorität, und zwar in jedem Fall. In jedem Fall, ich unterstreiche das. Sodass also auch alle Nutzer geachtet werden des Haushaltes im Vereinigten Königreich bzw. in den 27 Mitgliedstaaten. Diese Projekte werden respektiert werden angesichts des vorliegenden Abkommens. Sicherheit und Stabilität für Irland, für Nordirland, wo eine neue harte Grenze zu vermeiden ist. Wir wollen die Integrität des Vereinigten Königreiches wahren, aber eben auch den Binnenmarkt in Achtung dessen, was wir uns so geeinigt haben beim Karfreitagsabkommen, beim Belfast-Abkommen. Deshalb ist es so, verehrte Damen und Herren, dass der Backstop, zu dem wir uns geeinigt haben mit dem Vereinigten Königreich, ein Backstop bleiben muss, der glaubwürdig ist. Der Backstop muss ein glaubwürdiger Backstop sein. Sicherheit auch für die Unternehmen, die Verwaltungen, die eine Übergangsfrist haben werden. Und die einzige Rechtsgrundlage dafür ist das Austrittsabkommen. Und in dieser Übergangszeit bekommt man also ausreichend Zeit, um sich vorzubereiten und entsprechend anzupassen. Dieser Kompromiss mit der Übergangszeit gibt uns auch Zeit, die künftigen Beziehungen auszugestalten. Auf der Grundlage der politischen Erklärungen, zu denen wir uns geeinigt haben, in der Europäischen Union mit der britischen Regierung gemeinsam. Eine politische Erklärung, die noch verschiedene Alternativen zulässt unter Achtung unserer Grundrechte. Ich darf es noch einmal sagen. Die Ratifizierung des Austrittsabkommens ist erforderlich. Das ist eine Vorabbedingung, um gegenseitiges Vertrauen zu schaffen untereinander, wenn es zusätzliche Verhandlungen gibt, die ja so schnell wie möglich aufgenommen werden müssen zu unserer künftigen Beziehung. Und wenn wir jetzt über diese künftige Beziehung sprechen, dann ist das das Wichtigste für die Zukunft unseres gesamten Kontinentes. Ich darf Sie daran erinnern, dass Ihr Parlament und der Europäische Rat einstimmig wiederholt gesagt hat, dass wenn das Vereinigte Königreich vielleicht die roten Linien überdenkt und sich dafür entscheidet, ambitionierter zu sein, um jetzt vielleicht über ein einzelnes, einfaches Freihandelsabkommen hinauszugehen, was auch nicht schlecht ist, dann ist die Europäische Union nach wie vor bereit, diese Entwicklung zu begleiten und positiv darauf einzugehen. So, wir sprechen über diese künftige Beziehung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, spreche ich nicht nur über die wirtschaftlichen Beziehungen, den Handel, die Handelsbeziehungen, die natürlich so wichtig sind für Wachstum und Beschäftigung für uns, sondern ich spreche über jede Art von Kooperation verschiedener Branchen untereinander, die uns alle am Herzen liegt. Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, in der Forschung, in der Fischerei, auch ein wichtiger Bereich.
Luftverkehr, Verkehr und vieles andere. Ich spreche über die Kooperation der polizeilichen Kräfte und der Justiz. Und ich spreche natürlich auch über die Stabilität unseres Kontinentes, über die Sicherheit. Das Vereinigte Königreich, ein großes Land, Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, hat es geschafft, auf Dauer unser Partner zu bleiben. Alles, was außenpolitische Angelegenheiten anbelangt, für die Zusammenarbeit und für die Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben 18 Monate zusammengearbeitet im Kollektiv. Und zu jedem Schlüsselmoment wurde diese Zusammenarbeit bewertet, vom britischen Regierung, vom Europäischen Rat und auch von Ihnen hier im Europäischen Parlament. Solange wir noch keinen Ausgang gefunden haben für diese derzeitige britische Sackgasse und solange noch nicht klar ist, wie es weitergeht und ohne eine entsprechende parlamentarische Mehrheit zu erzielen, sind wir nicht in der Lage, weiterzumachen. Deshalb müssen jetzt die Etappen, die anstehen, ganz eindeutig von der britischen Regierung dargelegt werden. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein geregelter Austritt bleibt unsere oberste Priorität für die nächsten Wochen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass kein einziges Szenario ausgeschlossen werden kann. Und das ist eben auch wahr für das, was wir immer vermeiden wollten, den sogenannten No-Deal, einen ungeregelten Austritt. Heute schreiben wir den 16. Januar. Wir sind nur 10 Wochen vor dem Ende des Monats März. Dem Moment, den die britische Regierung gewählt hat, um Drittstaat zu werden. Heute, also 10 Wochen vor diesem Datum, war das Risiko vorher noch nie so groß eines No-Deals. Wir sind entschlossen, dieses Szenario zu vermeiden. Aber wir tragen natürlich auch Verantwortung, weitsichtig zu sein. Deshalb müssen wir auf unserer Seite die Bemühungen anstehen, um diese Arbeit anzugehen. Diese Arbeit hier, die Europäische Kommission, alle Dienststellen haben schon seit Monaten damit begonnen, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, gemeinsam mit Ihnen, das Ganze vorzubereiten. Wir wollen natürlich mit allen Partnern, Akteuren zusammenarbeiten, die sehr kurzfristig aufgefordert sein werden, Notmaßnahmen zu ergreifen, um die Folgen eines solchen Austritts vorzusehen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Unsere Überzeugung, Franz Timmermans hat noch einmal daran erinnert, dass der Kompromiss, den wir gefunden haben, nach 18-monatigen Verhandlungen gemeinsam mit der britischen Regierung heute nach wie vor der beste Kompromiss bleibt, den es geben kann. Das ist das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen beiden Verhandlungspartnern. Das ist auch Ausdruck einer konstruktiven Haltung von unserer Seite aus, von meiner Seite aus. Ruhe, Einheit, Dialog und Transparenz werden dadurch zum Ausdruck gebracht. Jetzt ist es an der britischen Regierung, uns zu sagen, wie es weiterzugehen gedenkte, um einen geregelten Austritt zu erzielen, den man dort gewollt hatte und wo man darüber hinaus mit uns eine ambitionierte und langfristig angelegte Partnerschaft aufbauen möchte. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, das war Michel Barnier, der Chefunterhändler der EU, bei dem die Enttäuschung wohl mit am größten sein muss, denn er hat 18 Monate hart für diesen Deal gearbeitet, der jetzt quasi kurz vor dem Platzen zu stehen scheint. Und er hat mehrfach betont, dass jetzt die britische Regierung am Zug ist. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der EVP, Manfred Weber von der CSU. Monsieur Barnier, moi j'avais anticipé la confiance du Parlement. Herr Barnier, ich werde jetzt schon vorgreifen auf das Vertrauen des EPs. Ich denke, es ist aber schon sehr klar hervorgegangen aus der Reaktion auf Ihre Rede. Wir werden auf jeden Fall eng zusammenarbeiten mit Ihnen, Herrn Barnier, um eine gute Lösung zu suchen mit Hinblick auf den Brexit, der
Präsident der Lenkungsgruppe, die Werkstatt, wie auch alle anderen, werden alles daran setzen. Nun spricht der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Herr Weber. Chefunterhändler, sehr geehrte Kollegen, vier kurze Bemerkungen. Ich bin stolz, stolz als ein Europäer. Gerade wenn ich mich an die Bemerkungen erinnere, nach der Brexit-Abstimmung, da gab es viele Überlegungen, dass es einen Domino-Effekt geben würde, eine Stadt nach der anderen würde fallen. Aber jetzt stehen die 27 Mitgliedstaaten Schulter an Schulter und wir wissen, was wir wollen. Die Menschen in Europa spüren die Stärke, die in der Einheit liegt, die in Europa liegt. Gerade die irischen Freunde haben das feststellen können. Und darauf können wir stolz sein, auf das, was wir erreicht haben in den letzten Monaten. Danke an Michel, danke an Jean-Claude Juncker. Das ist eine große Errungenschaft. Zweite Anmerkung. 28 Regierungen haben Ja gesagt zu einem Vertrag. Drei Institutionen auf der europäischen Ebene haben gesagt Ja zu diesem Vertrag. Und jetzt hat ein Parlament Nein gesagt, mit einer deutlichen Mehrheit. Das heißt für mich, dass der Ball im Feld der britischen Freunde liegt, nicht so sehr auf dem Feld der Regierung, sondern des Unterhauses. Wir haben diejenigen, die einen harten Brexit verteidigen. Dann gibt es diejenigen, die für einen Verbleib sind, diejenigen, die für Norwegen sind, die für CETA Plus sind. Ja, jetzt ist die Frage, was wollt ihr? Und dann ist Europa bereit, die Verhandlungen konstruktiv abzuschließen. Meine dritte Bemerkung. Wir sollten noch einmal über unsere Ziele nachdenken. Wir haben jetzt eine schwierige politische Lage vor uns. Es begann ja mit klaren Grundsätzen. Die Idee eines Binnenmarktes, gerade die Idee der Freizügigkeit, dass die Europäer auf diesem Kontinent frei entscheiden können, wo sie leben wollen. Das ist eine große Errungenschaft dieser EU. Ich habe und werde auch in Zukunft diesen Grundsatz verteidigen, ganz gleich, wie die britische Abstimmung ausgeht. Und es gibt auch noch andere Dinge, die wichtig sind. Zum Beispiel, dass eine harte Grenze in Nordirland vermieden werden muss und dass die Bürgerrechte gewahrt werden müssen. Und darum sage ich, ich sehe hier kaum noch Spielraum. Wenn die britischen Freunde eine Neuverhandlung wünschen und dann sie weitere Forderungen haben, dann haben wir ja auch das Recht, mit weiteren Forderungen zu kommen. Dann wird alles wieder aufgedröselt. Dann geht es nicht nur um die britischen Forderungen. Dann wird es auch bei anderen Themen eine Neuverhandlung geben. Darum habe ich das Gefühl, dass es eigentlich keinen Spielraum gibt für eine Neuverhandlung. Und dann, ich reise im Moment durch Europa. Ich bin ja ein Kandidat für die Europawahlen wie auch andere. Und ich sehe niemanden in der EU, der denkt, dass der britische Ansatz sich jetzt durch besondere Cleverness auszeichnet. Die Menschen in der EU sagen mir eher, dass sie das Gefühl haben, dass sie politisches Chaos sehen und wirtschaftliche Unsicherheit im VK. Und darum wird unsere Botschaft sein beim Wahlkampf. Folgen Sie nicht den Sirenen der Populisten und andere, denn es ist sehr viel einfacher zu zerstören als aufzubauen. Soweit Manfred Weber, der hier so eine Art Mir-San-Mir-Mentalität auf Europa überträgt. Nächster Redner, Roberto Gualtieri für die S&D, die Sozialdemokraten. Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten sprechen, bitte sehr, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Nach zwei Monaten der Verzögerung kennen wir jetzt den Standpunkt des britischen Parlaments. Eine deutliche Mehrheit hat sich gegen das Austrittsabkommen und gegen die politische Erklärung ausgesprochen. Es ist eine historische Niederlage der Tory-Regierung und der Ministerpräsidentin Frau May. Wir wissen nun, was das britische Parlament nicht möchte, aber sich 70 Tage vor dem Austrittsdatum wissen wir noch nicht, was das britische Parlament möchte. Das Parlament hat auch in der letzten Woche zum Ausdruck gebracht, dass man nicht für einen ungeregelten Austritt ist. Das ist gut, denn ein ungeregelter Austritt wäre das schlechteste Ergebnis für alle, aber vor allem für das Vereinigte Königreich. Wir werden dieses Austrittsabkommen nicht verwässern, das ist ganz klar. Wir möchten auch die Glaubwürdigkeit der Auffanglösung nicht in
Frage stellen. Wir möchten das Friedensverfahren in Irland schützen. Wir möchten eine harte Grenze vermeiden. Wir möchten den Binnenmarkt schützen. Und daran kann nicht verhandelt werden. Der Schutz der britischen und europäischen Bürger war während der Verhandlungen unsere Priorität. Und wir möchten keine Lösung akzeptieren und können das auch nicht tun, wo die Rechte der europäischen Bürger eingeschränkt werden. Gleichzeitig sind unsere Umwelt, Klima und anderen Engagements von größter Bedeutung, auch die sozialen Verpflichtungen. Und all diese Fragen können nicht irgendwie neu verhandelt werden. Und wir sind auch nicht für bilaterale Lösungen, denn das wäre nicht nützlich für keine der Parteien, die davon betroffen sind. Die Einheit der Institutionen und die Einheit innerhalb dieses Parlaments in Bezug auf die Unterstützung unseres Chefunterhändlers wird unsere größte Stärke sein. Wir stehen geeint da und wir unterstützen Sie, Michelle. Wie geht es jetzt nun weiter? Wir brauchen eine positive Mehrheit auf britischer Seite und wir brauchen eine klare Richtung. Wir müssen auch die Fähigkeit sehen, etwas umzusetzen. Das gestrige Ergebnis hat gezeigt, dass wir das noch nicht erreicht haben. Die Mehrheit, die diese Regierung unterstützt, die bleibt vielleicht heute Abend zusammen, wird also nicht die Regierung aufgeben, aber diese Mehrheit hat bewiesen, dass sie kein Ergebnis erzielen kann bei der wichtigsten Frage, vor dem das Land steht. Entweder eine positive, glaubwürdige Mehrheit zu Brexit bildet sich jetzt im britischen Parlament, oder sie müssen die Frage wieder dem britischen Volk vorlegen. Wir sind stets bereit, engere Beziehungen zu pflegen, wenn das Vereinigte Königreich diese roten Linien abändern möchte. Ständige Zollunion, Binnenmarkt, das waren stets Wahlmöglichkeiten, die wir vorgelegt haben. Aber es waren die roten Linien des Vereinigten Königreiches, die dies unmöglich machte. Ehrgeizigere zukünftige Beziehungen wären besser für beide Seiten und wir sind bereit, uns einzubringen auf konstruktive Art und Weise und unter voller Berücksichtigung unserer Leitlinien und unserer roten Linien. Wir sagten stets ganz klar, dass wir das Ergebnis des Referendums berücksichtigen, aber dass wir den Brexit als einen historischen Fehler ansehen, weil das britische Volk schlechter dastehen wird. Artikel 50 kann zurückgezogen werden. Und wenn das britische Parlament nicht in der Lage ist, eine glaubwürdige Lösung zu finden, dann wäre es vielleicht wirklich an der Zeit, dass das Volk die Möglichkeit hat, neue Wahlen abzuhalten oder sich in einem Referendum neu auszusprechen. Unsere Fraktion ist der Meinung, dass, wenn Artikel 50 ausgeweitet werden müsste, verlängert werden müsste, um die notwendige Zeit für diese Option bereitzustellen, dass wir dann nicht dagegen stimmen würden. Aber wenn Artikel 50 verlängert werden sollte, dann muss es einen klaren Grund geben, nicht um einfach mehr Zeit zu vergeuden. Brexit befindet sich jetzt in der Sackgasse und der Ball liegt im Vereinigten Königreich. Das Vereinigte Königreich muss eine ganz klare Führung zeigen, eine ganz klare Vision, eine neue Vision vorlegen, um einen Weg aus diesen gefährlichen Gewässern zu finden. Wir werden konstruktiv und vertrauenswürdig mit den Briten zusammenarbeiten, aber im Interesse der europäischen Bürger. Vielen Dank. Ja, der Ball liegt auf Seiten des Vereinigten Königreichs. Das wird wohl der Satz des Tages sein, auch von Roberto Gualtieri ausgesprochen. Jetzt Syed Kamal für die europäischen Konservativen und Reformer, Fraktionsvorsitzender und seines Zeichens Brite. Und Timmermans für die Reden von heute Morgen. Diese waren wirklich sehr fair. Man kann sich wirklich nicht darüber beschweren. Ich möchte sprechen als jemand, der die Diskussion verfolgt hat, der Verhandlungen von beiden Seiten des Ärmelkanals in den letzten 2 Jahren. Man hat mit Einzelpersonen gesprochen auf beiden Seiten des Verhandlungstisches, um hier und da voranzukommen bei schwierigen Themen. Als Vorsitzender der EKR-Gruppe sind wir nicht dagegen. Wir haben auch Alternativen vorgeschlagen. Ich bin
bin Mitglied im Europäischen Parlament. Eines ist mir wieder aufgefallen bei den Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien, dass man sich nicht wirklich versteht. Viele hier sind viele der Meinung, dass man politische Integration vorantreiben wie in den 50er Jahren. Aber in den letzten Jahren war es so, dass viele die Europäische Union als Handelsraum verstanden haben, als Teil dafür. Die Politik betrifft oft Wahrnehmungen. Und das stimmt auch, wenn man sich dieses Abkommen anschaut. Diesseits des Ärmelkanals ist die EU klar aufgetreten. Man wollte jetzt nicht das Vereinigte Königreich sanktionieren dafür, dass man austritt, aber man sagt, man kann nicht gleichzeitig draußen und drinnen sein. Die Europäische Union war da sehr dezidiert bei den Verhandlungen. Nicht, weil es darum ging, diese Arbeit zu leisten, sondern um auch sicherzustellen, dass es kein Anreiz ist für andere Länder, die vielleicht auch austreten wollten. Die meisten hier im Parlament freuen sich also darüber, dass die Verhandlungen geführt wurden und dass auch die Ziele erreicht wurden. Aber mir wurde auch gesagt, dass Kompromisse geschlossen wurden. Einige haben Sorge davor, dass Backstop britische Unternehmen übervorteilen könnte, Zugang bekommen zum Binnenmarkt. Andere haben Sorge, dass dadurch die EU vielleicht keine Möglichkeit hat, künftige Handelsabkommen mit anderen Ländern zu schließen. Und man sagt mir, der Backstop sei eigentlich gar nicht erforderlich. Hier wurde auch hier oft wiederholt. Aber eins möchte ich sagen. In Westminster ist es so, dass die Gegner des Abkommens das anders sehen. Da gibt es eine unterschiedliche Auffassung. Die einen sagen, Austrittsabkommen mit rechtlichen Verpflichtungen könnte sie dazu verpflichten, auch für ewig eine Zollunion zu haben. Sie möchte mit Ihnen sprechen, um zu sagen, dass die Zollunion die Grundlage der künftigen Beziehung sein wird. Sie sehen den Text des künftigen Auskommens als Liste von Erwartungen ohne rechtliche Verpflichtungen für die künftigen Beziehungen. Sie machen sich Sorgen darüber, dass die Austrittsklausel, der berühmt-berüchtigte Artikel 50 mit dem Backstop, dazu führt, dass die Zollunion vielleicht immer ausland wird. Einige sprechen über das Liet Hotel California. Also man kann immer auschecken, aber niemals wirklich weggehen, heißt es dort. Und sie merken, dass dadurch nicht berücksichtigt wird, dass Unionisten und die irischen Gemeinschaften so zurechtkommen, wie das in dem Karfreitagsabkommen geschlossen wurde. Warum brauchen wir einen Backstop, sagen sie, dass es eigentlich keine harte Grenze geben wird, wenn es keinen No-Deal gibt? Und diejenigen, die bei Westminster dagegen sind, sind normalerweise als gemäßigt angesehen. Aber sie denken, dass ein No-Deal besser ist als das jetzt vorgelegte Abkommen. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe für das gestrige Ergebnis. Die Labour-Party nutzte jede Möglichkeit, gegen die Regierung vorzugehen. Und jetzt haben sie jetzt auch einen Misstrauensantrag vor. Aber dann gibt es noch andere Politiker, die der Auffassung sind, dass die Öffentlichkeit schlau genug war, für sie zu stimmen und dass sie eigentlich gar nicht wussten, worüber sie abstimmen im Referendum. Sie wollen das Ganze übergehen und hoffen, dass sie das Ergebnis jetzt übergehen können. Die Konsequenzen von heute zeigen, dass wir in einer kritischen Phase sind des gesamten Prozesses. Die EU war geduldig, als der Ball auf der britischen Seite war. Aber ich fürchte, sie müssen noch etwas länger warten. Denn jetzt gibt es einen Misstrauensantrag, der wahrscheinlich durchgeht. Und die Premierministerin muss dann eine überzeugende Weise finden, wie es weiter vorangeht. Die EU steht jetzt vor der Wahl. Man kann untätig bleiben, den No-Deal vorbereiten, oder man kann darauf spekulieren, dass dem Brexit noch Einhalt geboten wird oder das respektieren. Man kann die britischen Abgeordneten zum Beispiel davon überzeugen, dass man keine Absicht hat, die Zollunion für immer und ewig aufrechtzuerhalten. Und wenn der Backstop aufrechterhalten bleibt, dass er nur vorübergehender Natur ist. Nun, Sie glauben, dass das Vereinigte Königreich ein gutes Abkommen bekommen wird. 2015 war es so, dass Verhandlungen ausgelöst wurden von David Cameron, um das Ergebnis des Referendums zu ändern. Ich denke, es wäre wirklich bedauernswert, wenn keine weiteren Anstrengungen unternommen würden, um ein Abkommen zu erzielen, um doch noch einen Konsens zu erzielen in Westminster. Eins dürfen wir nicht vergessen.
vergessen. Es geht um Menschen, es geht nicht um Politik. Und unabhängig davon, wo wir stehen, sollten wir denken, dass unsere Arbeit die Arbeitsplätze betrifft, Unternehmen. Und das Schreiben von Montag der Präsidenten Juncker und Tusk verwies auf mehr Flexibilität. Wenn die Premierministerin zurückkommt, sollten wir schauen, ob wir vielleicht konkrete Vorschläge daraus machen können, um zu sehen, wie wir weiterkommen nach dem gestrigen Abkommen. Denn nur dann, wenn wir nicht mehr in die Vergangenheit schauen, sondern die derzeitigen Verhandlungen schauen, um ehrlichere Beziehungen für die Zukunft anzuvisieren und aufzubauen. Dankeschön. Syed Kamal mit einer erstaunlich differenzierten und konzilianten Rede, sehr auf Ausgleich bedacht. Jetzt Guy Verhofstadt für die Liberalen. Ergebnis erhofft, aber bereits seit einigen Wochen wussten wir, dass das Ergebnis so ausfallen würde, wie es dann auch kam. Und die Wettbüros im VK haben ja gar keine Wetten mehr angenommen für das Ergebnis der Abstimmung. Das war schon ein deutliches Zeichen dessen, was kommen würde. Ich muss gestehen, dass ich nicht überrascht bin, denn seit der Volksabstimmung im VK ist es so, dass in Westminster, in Whitehall und anderswo man eigentlich immer nur Mehrheiten geschaffen hat gegen etwas, gegen Mitgliedschaft der EU, gegen die Mitgliedschaft im Binnenmarkt oder in der Zollunion, gegen die Freizügigkeit, gegen den irischen Backstop. Die Liste ist recht lang. Diese Aussprache heute Morgen, Herr Kamal, da geht es doch einfach darum, wie man aus der Sackgasse wieder herauskommt. Ich hoffte, dass Sie da eine Lösung skizzieren würden. Sie haben die Situation beschrieben. Das ist nachvollziehbar. Aber wie kommt man aus der Sackgasse wieder heraus? Wie vermeidet man denn die katastrophalen Konsequenzen eines No-Deals? Und meine Idee wäre, dass wir nun schnell eine Mehrheit brauchen, die für etwas ist im Unterhaus und insgesamt in der britischen Politik. Eine Mehrheit im Interesse des VKs und im Interesse der Union. Dann können wir etwas erreichen. Alle politischen Parteien, nicht nur die Tories, alle politischen Parteien sollten jetzt einmal damit beginnen, das Interesse des Landes in den Vordergrund zu stellen und nicht ihre kleinlichen politischen Interessen als Partei. Oder ich sage es noch einmal anders. Jeremy Corbyn möchte Premierminister werden. Das ist legitim. Frau May möchte gerne Premierministerin bleiben ihres Landes. Auch das ist legitim. Die SNP möchte das jetzt nutzen, um die Unabhängigkeit Schottlands voranzutreiben. Auch das ist legitim. Die DUP möchte die Einheit des Landes bewahren. All das ist legitim. All diese legitimen Ziele, die verfolgt werden, sind schön und gut. Aber wichtiger ist doch, dass sie alle nun sich mal aus dem Schützengraben hervorwagen und dass sie sich für das parlamentarische System einsetzen, das im Moment einfach nur zu großen Spaltungen geführt hat, zu Antagonismus. Der Brexit begann doch eigentlich als ein Zickenkrieg innerhalb der Tory-Partei. Das war der Ausgang der ganzen Sache. Heute ist es aber etwas ganz anderes. Es ist nicht länger nur ein Zickenkrieg innerhalb der Tory-Partei. Es ist ein existenzielles Problem von Großbritannien geworden, der Zukunft des VKs und seiner Seele. Es ist nicht länger nur eine kleinliche Auseinandersetzung. Ich bin ja nur ein bescheidener Belgier. Ich kann, weiß Gott, jetzt nicht den Briten Lehren erteilen, was sie tun sollten. Aber ich denke, dass es nun höchste Zeit ist, den britischen Freunden zu sagen, dass es im ureigensten Interesse Großbritanniens liegt, einmal parteiübergreifend zusammenzuarbeiten, so wie wir es hier im Parlament vorleben. Und zwar schon von Anfang an. Wenn Sie bestimmen wollen, wie die neue Beziehung aussieht zwischen dem VK und der EU, und wenn Sie wirklich Ihre roten Linien neu abstecken wollen, Sie haben die ja von Anfang an einheitlich
festgesteckt. Es gibt da, sind eigentlich die roten Linien der Hardliner in der Tory-Partei. Wir in der EU sind bereit für eine tiefgreifende künftige Beziehung, vielleicht sogar noch tiefer als das, Michel, was in der politischen Erklärung steht. Sie haben das ja bestätigt vor einigen Minuten. Wenn es eine fraktionsübergreifende oder eine parteiübergreifende Mehrheit gibt im Unterhaus für eine solche tiefergehende Beziehung, da sind wir bereit, uns auch auf diesem Weg zu engagieren, dass es so weit kommen kann. Aber es gibt zwei kleine Warnungen, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Die Kontroverse in der britischen Politik dürfen wir jetzt nicht einreißen lassen in der Europapolitik. Vielleicht brauchen Sie mehr Zeit. Aber gleichzeitig wäre es jetzt schlecht, wenn Artikel 50 verlängert werden sollte über den europäischen Wahltag. Das würde die Unsicherheit für Unternehmen einfach noch vergrößern oder verlängern. Und dann mein zweiter Punkt, die Interessen der Bürger, der VK-Bürger und der EU-Bürger. Bürger. Deal oder No Deal. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihre Rechte zu wahren. Die Rechte, die ja auch vorgesehen sind im Austrittsabkommen. Wenn es möglich ist, werden wir gemeinsam mit den Kollegen im Libe-Ausschuss uns direkt zusammensetzen mit dem Unterausschuss und dem Fachausschuss dort, um für diese Rechte zu sorgen. Denn die Bürger dürfen niemals, und ich sage es noch einmal, niemals Opfer von parteipolitischen Spielchen sein, so wie wir das heute vielleicht feststellen müssen. Vielen Dank. Tja, Guy Verhofstadt mal wieder mit einer sehr interessanten Rede. Der Brexit, Ergebnis eines Zickenkrieges. Jetzt Philippe Lambert, Co-Vorsitzender der Grünen. Gesehen. Eine unglaubliche Koalition von Mitgliedern des britischen Unterhauses, die aus unterschiedlichsten Gründen, die im Widerspruch zueinander standen, massiv gegen eine Sache gestimmt haben. Und zwar gegen dieses Austrittsabkommen, das zum einen die rechtlichen Umstände berücksichtigt hat, die sich auf dem Karfreitagsabkommen ergeben. Das darf man nicht vergessen, ein Friedensabkommen. Und dann gibt es die roten Linien der britischen Regierung. Und C, es gibt auch den Wunsch, die Grundlagen der Europäischen Union zu schützen. Und das einzig mögliche Ergebnis war dieses Austrittsabkommen. Und wir im Europäischen Parlament stellen uns ganz klar hinter dieses ausgehandelte Abkommen, das Michel vorgetragen hat. Zweite Bemerkung. Ich bin ermutigt, wenn ich feststelle, dass ein Änderungsantrag eingereicht wurde. Und zwar mit dem Ziel, die Möglichkeit zu schaffen, dass das Vereinigte Königreich sich einseitig aus diesem Karfreitagsabkommen zurückzieht, dass dieser Änderungsantrag massiv abgelehnt wurde. Das bedeutet, es gibt auf beiden Seiten den Wunsch, dieses Karfreitagsabkommen fortzuführen. Das darf man gar nicht unterschätzen. Wenn es einseitige Aktionen in Nordirland geben sollte, dann könnte dies wieder zu Gewalt führen. Das möchten wir auf keinen Fall. Es gibt eine klare Mehrheit gegen das Austrittsabkommen. Aber es gibt wohl auch eine klare Mehrheit gegen einen ungeregelten Austritt. Aber man sollte sich nichts vormachen. Ein ungeregelter Austritt würde automatisch eintreten, wenn es keine positive Mehrheit für eine Alternative gibt. Eine Alternative, die wohl von der britischen Regierung voraussetzen würde, dass sie ihre Wünsche in Bezug auf die zukünftigen Beziehungen neu gestalten würde. Wenn das Unterhaus entweder nicht bereit ist oder nicht in der Lage ist, hier eine solche positive Mehrheit zu finden, dann denke ich als Demokrat, dass die einzige Alternative darin bestünde, das britische Volk zu fragen und hier auswählen zu lassen, ob man das Brexit haben möchte, das von der britischen Regierung. Ja, liebe Kollegen, also mein Verständnis der britischen Tradition ist Höflichkeit und Fairplay. Aber ich habe deutlich immer wieder gesehen, dass wir von britischen Abgeordneten hier unterbrochen wurden. Ich würde eigentlich erwarten, dass britische Abgeordnete die Werte ihres eigenen Landes umsetzen und befolgen. Und deswegen bin ich auch so froh, dass Großbritannien Mitglied der Europäischen Union ist. Denn sie können einen wichtigen Beitrag zu unserer Union leisten. Aber ich sagte ja bereits, die einzige Alternative bestünde darin, sich an das britische Volk zu
wenden, um hier entweder das Austrittsabkommen annehmen zu lassen oder auszutreten oder in der Union zu bleiben. Und es wurde viel gesagt über die Wirtschaft, über Unternehmen. Und ich möchte alle auf allen Seiten des Kanales auffordern, hier die 3 Millionen Bürger der Europäischen Union zu berücksichtigen, die im Vereinigten Königreich leben, und die 2 Millionen britischen Bürger, die auf dieser Seite des Kanales leben. Und das erinnert uns doch an eine Seite. Sie sind nämlich in Geiselhaft aufgrund dieses ständigen Chaos. Und wir sollten nicht vergessen, dass Demokratie und Politik das Wohlergehen der Menschen als Ziel verfolgen sollten. Vielen Dank. Nun für die konföderale Föderation der Vereinigten Europäischen Linken. Merkt man an, dass die Geduld mit den Briten so langsam zu Ende ist. Nun Martina Anderson von der nordirischen Sinn Féin für die Linken. Die am wenigsten schädliche Lösung darf aber nicht verwässert werden, auch nicht neu ausgehandelt werden. Die britische Regierung zeigt alltäglich Verachtung gegenüber der irischen Bevölkerung und ignoriert das Karfreitagsabkommen gänzlich. Der Teil des British Establishment, was die DUP unterstützte, war immer gegen das Karfreitagsabkommen. Einige denken, der Brexit könnte dazu dienen, das Karfreitagsabkommen loszuwerden. Es wird von einem britischen Parlament nie eine positive Lösung geben für Irland. Niemals wird es das geben. Entgegengesetzt zu den enttäuschten und wütenden Reaktionen beim Zirkus in Westminster, ist die EU dazu angeregt, das Karfreitagsabkommen in jedem Teil zu achten. Ein wesentlicher Aspekt davon ist, Herr Verhofstadt, ist, dass es legitim ist, ist demokratisch, denn es besagt, dass wenn die britische Secretary of State der Auffassung ist, dass sich die Haltungen änderte, sie dann ein Referendum zur Einheit Irlands ausrufen wird. Aber es hat doch schon enorme Veränderungen geben. Theresa May weiß das und sie hat es auch in aller Öffentlichkeit geäußert, genauso Karen Bradley. Die irische Regierung muss das sehen, was die Erklärung des Europäischen Rates vom April 2017 besagte, dass nämlich bei dem Ereignis einer erfolgreichen demokratischen Abstimmung über die irische Einheit der Norden Irlands teilbleiben wird der Europäischen Union. Das war eine Klausel. Aber jetzt braucht Irland einen Notplan, um das Karfreitagsabkommen in allen Teilen aufrecht zu erhalten. Wir müssen sie unterstützen und das vorbereiten, damit es dieses Referendum gibt zur Einheit Irlands. Und das ist die jetzige Situation. Wir sind berechtigt, um selbst zu bestimmen über unsere Zukunft, ohne Einmischung an außen. Und das ist eine Bestimmung des Karfreitagsabkommens. Kommen. Deshalb sollten wir uns äußern dürfen zu der Union, die wir wollen. James Connolly, unsere Worte gewinnen jeden Tag an Bedeutung. Er sagte nämlich, the British government has no right in Ireland. Die britische Regierung hat kein Recht in Irland, hatte dieses noch nie und wird es auch nie haben, wird nie Rechte in Irland haben. Martina Anderson für die Sinn Féin, die auch nicht im Unterhaus sitzt, obwohl sie reingewählt wurde. Jetzt Nigel Farage, ja, der die ganze Geschichte mit angerührt hat. Ihre Exzellenz, Herr Timmermans, wir haben ja die Worte eine Tage vor der Abstimmung und diese Formulierung ist genauso wie die Verhandlungen. Am 8. Dezember 2017 wusste ich schon, wohin das geht. Da gab es eine Frist von Barnier und anderen ungewählten Bürokraten in Brüssel und die Premierministerin ist damit in der Nacht hierher geflogen, um die Frist einzuhalten, um dann diesen Grundsatz des irischen Backstops zu akzeptieren. Damit war die Sache schon gelaufen. Und das war ein völliges Fehlen von Führungsqualität. Und sie hat jetzt die historische Lektion gelernt, dass wenn man den Bullies nachgibt, dann werden die immer noch mehr verlangen. Und darum ist dieses Ausdrucks
Austrittsabkommen eigentlich eher ein Pressedokument. Das hat sie gestern auch feststellen müssen. Sie dachte, dass sie einige Zugaben von ihnen bekommen wird, aber sie haben schon gesagt, sie werden ihr nicht entgegenkommen. Sie ist immer noch unsere Premierministerin und das an sich ist ja schon bemerkenswert. Wenn sie auch nur ein Quäntchen Ehre im Leib hätte, dann wäre sie schon zurückgetreten. Herr Barnier, es gibt ja einige hier, die sagen, Sie haben 2 Jahre Ihres Lebens verschwendet. Ich stimme nicht zu. Sie haben uns genau dahin gebracht, wo Sie uns haben wollen, obwohl 500 Abgeordnete für Artikel 50 gestimmt haben. Und das zeigt ja ganz deutlich, dass 2 Jahre lang ein Austrittsverhandlungen verhandelt wurde. Und jetzt geht es darum, dass wir einfach nur verlassen. Und das ist dann natürlich auch durch das Austrittsgesetz des Parlaments bestätigt. Da wurde gesagt, und zwar unkonditionell, dass wir Ende März austreten. Sie haben gesagt, dass es keine Unterstützung gibt für einen No-Deal. Aber Sie dachten ja auch, dass es keine Unterstützung für den Brexit gab. Sie werden überrascht sein, wie schnell sich die öffentliche Meinung wandelt. Herr Timmermans, Sie sagten, dass das zu großen Schäden führen würde. Aber wenn wir austreten, wenn wir einen No-Deal haben, dann werden wir jetzt ein unabhängiges Land werden. Und ich sage Ihnen, also welcher Preis ist denn zu hoch für die Freiheit? Ich bin der Erste, der zugibt, dass ich zweifle, dass es so weit kommen wird. Denn ich habe ja nun mit Ihnen, denn wir haben ja auch noch viele andere, die mit Ihnen in einem Sack stecken, Herr Blair und andere, die Brexit abstimmen und auch insgesamt die Wähler mit Verachtung strafen. Das haben Sie ja auch gesehen bei Dänemark und Irland. Die Menschen stimmen dann einfach nochmal ab, wenn es ihnen nicht passt. Und ich kann Ihnen nur eines sagen. Wenn es zu einer Verlängerung kommt, der Frist von Artikel 50, dann kann es durchaus sein, dass wir dann in den Wahlkampf zielen zum Europawahlkampf und wir werden dort kämpfen. Und wenn wir dann noch einmal gezwungen werden, abzustimmen bei einer zweiten Volksabstimmung, dann haben Sie vielleicht eine große Überraschung. Wir sind eigentlich sehr entspannt als Volk, aber ich kann Ihnen eines versprechen. Wenn wir in die Ecke gedrängt werden, dann kommt ein Löwe auf Sie zugesprungen und wenn Sie uns zu einer zweiten Volksabstimmung zwingen, dann werden wir eine noch größere Mehrheit finden. Wir kommen zu Europa der Nationen, der Freiheiten. Wir kommen zur Fraktion Europa der Nationen der Freiheiten. Herr Batten. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. 2,5 Jahren hat man an einer politischen Scharade gearbeitet. Man hat sich auf eine Annahme verlassen, dass man die Europäische Union nicht verlassen könnte ohne einen Deal. Aber es würde nie ein Abkommen geben, nie einen Deal geben. Und wir stellen fest, dass Frau May und ihre Gesandten immer wieder nach Brüssel reisten, um ein Austrittsabkommen auszuhandeln, das niemand möchte. Die Remainer möchten das nicht, die möchten die Union verlassen. Die Leavers möchten das nicht, denn wir glauben nicht daran, welches Ziel wird damit verfolgt. Das Ganze wird dann ausgeweitet. Man möchte das britische Volk abnutzen, bis sie diese Niederlage akzeptieren und bis das Ergebnis des Referendums umgedreht wird. Nicht zum ersten Mal stimme ich einer Sache zu, die Herr Verhofstadt sagte. Er sagte, wie kann man aus dieser Sackgasse herauskommen? Im britischen Königreich, im Vereinigten Königreich und im Parlament benötigt man eine Mehrheit für etwas. Und in 3 Tagen muss Frau May einen Plan B vorlegen. Und einen solchen Plan B gibt es Gott sei Dank. Das hätte der Plan A sein sollen. Man hätte nämlich das Beitrittsabkommen zur Europäischen Union annullieren sollen und hätte unter eigenen Gesetzen sich verlassen sollen. Und dann hätten wir hier die 45 Jahre der Gesetzgebung der Europäischen Union rückgängig machen können. Und zwar das auf der Grundlage unserer eigenen Entscheidung. Frau May hätte eigentlich zurücktreten sollen. Sie hätte
dieses Amt jemanden übergeben sollen, der wirklich die Europäische Union verlassen möchte. Und das britische Parlament hat nun die Möglichkeit, jetzt noch einmal sich zu überdenken. Wenn man hier den Brexit verraten wird, dann gibt man letztendlich die Wertschätzung, die es noch in das britische Unterhaus gibt. Und diese Wertschätzung ist schon gesunken. Aber sie sollten jetzt von Seiten der Briten Ihnen, den Europäern, sagen, wie wir die Europäische Union verlassen werden. Das britische Volk wird nie aufgeben, wird nie kapitulieren. Das kann ich Ihnen sagen. Nun bekommt Frau Dodds das Wort. Das war Gerard Batten, ehemaliger Parteikollege von Nigel Farage von der UKIP. Farage ist ja ausgetreten. Jetzt Diane Dodds für die DUP, dem quasi Koalitionspartner der Tories. Haben sich die Abgeordneten im Namen der britischen Bevölkerung geäußert, das Austrittsabkommen abgelehnt. Dadurch wurde die Integrität dargelegt, die Verfassungsposition Nordirlands dargelegt, die Einheit des Binnenmarktes des Vereinigten Königreiches und das Recht des Vereinigten Königreichs auf eine unabhängige Zukunft jenseits der Europäischen Union. Heute Morgen ist es aber etwas verwirrend, was jetzt die Rechtsposition des Vereinigten Königreiches anbelangt. Die einen sprechen über eine Fristverlängerung von Artikel 50, die anderen über ein zweites Referendum. Ganz um es klar zu sagen, es ist jetzt die Position des Vereinigten Königreichs, dass Großbritannien am 29. März austrete. Das ist ein klares rechtliches Element in dieser ganzen Verwirrung. Dann wird immer wieder das Backstop, die Backstop-Lösung angeführt, wenn man nicht zurande kommt. Ich sage es noch einmal hier im Hause. Wir in der DUP möchten keine harte Grenze, sondern möchten die Unnachgiebigkeit aus Dublin für Backstop bedeutet, dass es nach wie vor die Möglichkeit eines No-Deals gibt, dass man vielleicht den Entwurf des Austrittsabkommens abändert. Aber hier haben wir ja gesehen, dass das gestrige Ergebnis vorhersehbar war. Alle haben gesagt, sie wollen keine harte Grenze haben, niemals. Wir sollten auch unsere Energie nicht darauf verwenden, positive Handelsbeziehungen zu haben, die allen zugutekommen, ohne nochmal über den umstrittenen Backstop zu reden. Letztlich ist es doch da, wo die Antwort liegt und wo man dann auch vorankommen kann. Dankeschön. Nächster Redner, Helmer Brugg. Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Herr Vizepräsident, lieber Michel Barnier, Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, in dieser Debatte wird es deutlich, als auch viele Äußerungen aus Hauptstädten, dass die Einheit der Europäischen Union in dieser Frage bestehen bleibt. 27 Länder und ihre Institutionen sind einig. In Großbritannien ist nichts an Einigkeit. Und das ist das eigentliche Problem. Und wir bleiben bei unserer Einigkeit bestehen. Und wenn die Integrität des Binnenmarktes und die Einheit dieser Europäischen Union verteidigen, das ist unser Interesse. Der zweite Punkt ist, gestern hat sich gefunden eine Koalition der Gegensätze. Die haben inhaltlich von einer Lösung nichts miteinander zu tun. Es sind die Hard-Brexitiers und die Remainers und all das, was dazwischen ist, die da Nein gesagt haben, weil sie andere Vorstellungen und Wünsche haben. Theresa May ist nach dieser Lage wohl nicht mehr in der Lage, eine konstruktive Lösung anzubieten. Jetzt nach 2 Jahren zu sagen, man wird mit der Opposition reden, scheint mir 2 Jahre zu spät zu sein. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass aus dem Parlament heraus ein Vorschlag gemacht, aus dem britischen Parlament heraus eine konstruktive Lösung kommt, über die wir dann entsprechend reden können. Und wenn beispielsweise Herr Corbyn gesagt hat, er möchte eine Zollunion haben, dann soll er diesen Vorschlag einbringen, eine Mehrheit dafür besorgen. Das wäre kein Problem für uns. Und in den bestehenden Verhältnissen, dies mit hinzuzufügen und hier eine Lösung zu finden, das wäre uns sehr willkommen. Und wenn es da eine konstruktive Lösung gibt, dann sollte man dieses entsprechend machen. Ich meine, dass es jetzt vorbei ist mit parteipolitischen und personellen Ambitionen in der britischen Politik, die es unmöglich gemacht haben, dass in Parteien und zwischen Parteien eine Mehrheit ist. Und deswegen sollten wir jetzt warten, bis die Briten ihre Dinge zusammengebracht haben. Herzlichen Dank.
Ja, Elmar Brok, Urgestein des Europaparlaments seit 1980 im Europaparlament und Brexit-Beauftragter der Fraktion der EVP, der auch das britische Parlament jetzt in die Pflicht nimmt. Jetzt Josef Weidenholzer für die S&D aus Österreich. Die Geschichte birgt immer viele Überraschungen. 2014, zu Beginn der Legislaturperiode, hätte niemand eine solche Debatte vorhergesehen. Auch 2016 nicht, als wir über das überraschende Ergebnis der Volksabstimmung debattiert haben. Es hat mehr als 900 Tage gedauert, bevor es diese Abstimmung gab im Unterhaus. Monate voller Unsicherheit liegen hinter uns. Eines ist nun klar. Die künftige Entwicklung ist immer noch nicht vorhersehbar. Nur eine Sache ist sicher, die Zeit läuft ab, die Uhr tickt. 70 Tage bleiben noch und diese große Nation wandelt auf die Klippe zu, den Abhang. Man sollte das jetzt als einen Weckruf sehen. Wir könnten jetzt darüber sprechen, ob es Bad Governance gibt oder wer nun egoistischer ist und wer jetzt versucht, die Zukunft in Geiselhaft zu nehmen. Aber eines liegt auf der Hand. Der britische Konservatismus hat versagt. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um rechthaberisch zu sein oder auf Vergeltung zu sinnen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, verantwortungsbewusst zu handeln im Interesse der vielen und nicht der wenigen. Die Moderaten im VK wären die Verlierer eines harten Brexits. Wir, die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten, werden geeint bleiben, auch bei den Verhandlungen für Flexibilität, um aus der Sackgasse herauszukommen und konstruktive Lösungen zu finden, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Sie können auf die S&D-Fraktion zählen. Und Sie sollten nicht vergessen, dass in den letzten 40 Jahren das VK einen großen Beitrag geleistet hat für unser gemeinsames Werk. Wir werden den Sachverstand unserer britischen Kollegen vermissen. Aber das Leben geht weiter. Und wir müssen nun etwas leisten. Wir brauchen ein deutliches Signal, das könnte eine Volksabstimmung liefern. Die Briten wollen die Kontrolle wiedererlangen. Aber im Moment kann man ganz deutlich sagen, dass die Menschen gar nicht wussten, worüber sie abgestimmt haben. Wir möchten uns nicht in ihre Innenpolitik einmischen. Aber jede Entscheidung zu bleiben, würde wohlwollend aufgenommen werden. Es gab einen offenen Brief an die britischen Bürger diese Woche von vielen Kollegen, um allen deutlich zu machen, dass wenn sie bleiben wollen, dann werden sie mit offenen Armen empfangen werden. Herr Weidenholzer, es gibt eine blaue Karte. Möchten Sie antworten? Nein, danke. Herr Smith, bitte. Grazie, Präsident, cher Kollege, guten Morgen. Ja, also Sie tun mir alle leid. Sie müssen mit diesem Nonsens sich die ganze Zeit herumschlagen und ich möchte mich dafür entschuldigen. Aber Sie haben das sicher festgestellt, dass das Vereinigte Königreich nicht besonders vereint ist. Es wird von einer konservativen Regierung geleitet, die leider Gottes noch weniger vereint ist. Ich vertrete Schottland. Unser Standpunkt ist ganz klar. Wir möchten in der Union bleiben. Wir haben das im Referendum gezeigt und wir möchten in der Europäischen Union bleiben. Jetzt, geschätzte Kollegen, müssen Sie sich mit dem Vereinigten Königreich rumschlagen, so wie es im Moment dasteht. Sie müssen die konstitutionelle Ordnung Großbritanniens berücksichtigen. Das ist auch richtig so. Aber Schottland sagt, es gibt keinen Brexit. Das ist eine gute Nachricht für Schottland, für Großbritannien, auch für die Vereinte Europäische Union. Ich möchte jetzt nicht irgendwie Brexit abschwächen, sondern stoppen. Und ich bin überrascht, dass es so viele britische Kollegen gibt, parteiüberschreitend, die sich jetzt versuchen, da einzusetzen. Jetzt einige Bemerkungen. Erstens, wir brauchen mehr Zeit. Ich möchte mich dafür entschuldigen, aber so das einfach aus. Wenn Sie wollen, dass wir bleiben, dann brauchen wir mehr Zeit, um dafür zu sorgen. Ein Referendum wäre vielleicht eine Lösung,
dieses Verfahrens. Wir brauchen mehr Zeit, um hier die Argumente zu sammeln, und die britische Regierung, die wird vielleicht jetzt anfangen, andere Stimmen zuzuhören als den eigenen Stimmen nur. Und dann zu den Bürgern. Zu viele Bürger in Europa haben jetzt große Sorgen. Die britischen Bürger in der Europäischen Union, die europäischen Bürger im Vereinigten Königreich, die haben jetzt Angst. Jetzt braucht es ein Abkommen, damit es Klarheit für diese Menschen gibt, Sicherheit für ihr tagtägliches Leben, denn sie sind jetzt in Geiselhaft eines Verfahrens, das sie nicht selbst kontrollieren, das nicht gut ist. Und dass dieses Haus, das Haus der europäischen Bürger, wir haben eine Pflicht gegenüber unseren Bürgern. Die Kommission hat wirklich hart daran gearbeitet, diese Rechte zu schützen, aber solange es von Seiten der britischen Regierung kein Einschreiten gibt, müssen wir handeln und die Rechte der Bürger schützen. Diese beiden Schritte sollten vielleicht eine Lösung aus dieser Sackgasse darstellen. Ich glaube und befürchte, dass diese Schritte nicht aus Westminster kommen werden, sondern wir müssen damit beginnen. Vielen Dank. Ja, Alan Smith, ein schottischer Abgeordneter für die Grünen mit einer gänzlich anderen Meinung. Von wem kommt denn diese blaue Karte, wenn Sie mir das erlauben? Aus Großbritannien. Nein, Herr Corbyn, werde ich nicht mehr Sauerstoff geben, als er wirklich verdient. Onorevole Spinelli. Frau Abgeordnete Spinelli, Sie haben das Wort. Onorevole Spinelli, prego. Frau Spinelli, danke schön, Herr Präsident. Die Perspektive eines No-Deals wäre wirklich sehr schädlich für das Karfreitagsabkommen. Die Bürger der Irischen Republik werden sich dazu äußern. Aber auch die Briten und die Ausländer, die im Vereinigten Königreich leben aus der EU, haben dunkle Perspektiven vor sich. Es geht darum, wirklich alle Rechte zu bewerten für die Bewegung, Niederlassungsfreiheit, Bewegungsfreiheit. Es ist schwer zu sagen, wie man jetzt aus diesem Dilemma rauskommt, dieser Haltung der Exekutive, ohne jetzt das Volk neu zu befragen. Aber wenn sich der No-Deal bestätigt, dann müssen Kommission und Parlament alles tun, um zumindest die Rechte der britischen Bürger zu wahren und vorgeben, wie national vorgegangen werden kann, bewährte Praktiken aufgreifen, die es schon in einigen Mitgliedstaaten gibt, damit ihnen garantiert wird, sich frei in der Europäischen Union zu bewegen. Schlimmer ist aber der Fall der EU-Bürger, die in Großbritannien leben, mehr als 3 Millionen. Sie werden nämlich Opfer werden, wie schon zu viele Bürger aus Drittstaaten dieser feindlichen Stimmung, die es gegeben hatte. Die Zusagen von Theresa May könnten begleitet werden von einem Schlag im britischen Parlament. Nur ein Abkommen zur Absicherung der Rechte aus dem Abkommen gibt Rechtssicherheit. Das sogenannte Ring-Fencing der Rechte ist möglich, wenn die Europäische Union nicht nur einseitig die britischen Bürger in Europa schützt, sondern gleichzeitig auch über die künftigen Beziehungen Verhandlungen führt. Mit einem bilateralen Abkommen zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich, um die Rechte zu wahren, die auch im Austrittsabkommen aufgelistet wurden. Genau deshalb ist es sehr wichtig, jetzt dem Vereinigten Königreich mehr Zeit zu geben. Außerdem möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Chefunterhändler Michel Barnier. La parola al onorevole Atkinson. Nun, Herr Atkinson. Ja, Sie klingen ein bisschen verzweifelt. Jetzt werden die Debatten abgewürgt. Carpe diem, Frau May. Ja, Herr Verhofstadt, Herr Juncker. Ja, Sie sind jetzt die Posterboys für den Brexit. Ja, machen Sie weiter so. Ich danke den Brexit
Abstimmern, die sich dafür eingesetzt haben. Wir sind nicht einfach nur eine Unterabteilung des Europaparlaments. Wir hatten jetzt eine große Volksabstimmung, die wird verraten. Wir haben eine Premierministerin, die bleiben will, manche Ministerwahlen bleiben, und wir haben einen Oppositionsleader, der ein früherer Marxist ist. Also ich denke, die Bürger haben gesagt, wir sind besser als das. Das sind wir auch gemeinsam mit unserem größten Verbündeten, den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Commonwealth. Wir können da nach WHO-Regeln Handel treiben, und wir können jetzt das Große wieder in Großbritannien einbringen. Und wir wissen, dass wir jetzt für all die hervorragenden Brexit-Verfechter etwas schaffen werden. Wir werden Großbritannien wieder groß machen. Und jetzt werden wir es schaffen. Großbritannien wird wieder groß werden in der großen, weiten Welt. Our next speaker. Als nächstes haben wir für 2 Minuten Herr Kelly. Ja, also da wurden doch einige Dinge heute gesagt, was überraschend ist. Also ich möchte darauf hinweisen, dass die Abstimmung im Unterhaus des gestrigen Tages eine enttäuschende Abstimmung war, aber vorherzusehen war. Eine Sache ist klar, und die Einheit der 27 Länder der Europäischen Union muss bewundert werden. Da möchte ich Herrn Barnier danken. Er hat eine hervorragende Arbeit geleistet, und ich möchte ihm dafür danken und all denen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Ich möchte auf Eileen Foster eingehen. Sie sagte gestern, dass es nicht notwendig ist, dass wir hier den Backstop haben, weil wir nie eine harte Grenze hatten. Ja, erzählen Sie mal, dass denjenigen, die getötet wurden, als sie die Grenze überwinden wollten, die von britischen Soldaten erschossen wurden, die gesehen haben, dass es Wachtürme gab, oder ich denke auch an die Opfer der Terroristen. Ich denke, das ist nicht nützlich. Und aufgrund dieser Gewalt hatten wir überhaupt erst das Karfreitagsabkommen. Und da möchte ich Theresa May auch mal danken, Michel Barnier und der Europäischen Union in ihrer Gesamtheit. Sie haben alles nur Mögliche getan in diesem Aussatzkommen, um sicherzustellen, dass dieses Karfreitagsabkommen weiterhin beachtet und eingehalten wird und dass weiterhin Frieden auf der Insel Irland herrschen wird. Und ich möchte da auch Martin Anderson danken. Das ist jetzt nicht an der Zeit, hier ein Referendum zur irischen Einheit zu fragen. Es geht jetzt nicht um die irische Einheit. Das ist gar nicht das, was das irische Volk jetzt möchte, obwohl wir ein geeintes Irland haben wollen. Wichtig ist, dass hier keine neuen Trennlinien gezogen werden, und das würde durch ein solches Referendum geschehen. Das wünschen wir nicht. Wichtig ist vor allem, dass es nicht zu einem ungeregelten Austritt kommt, dass das Vereinigte Königreich ungeregelt die Europäische Union verlässt. Und darauf müssen wir uns leider Gottes vorbereiten. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass das Vereinigte Königreich Entscheidungen trifft. Aber also jetzt haben sie gezeigt, was sie nicht wünschen. Ich bin mir sicher, dass die guten Menschen des Vereinigten Königreichs keinen ungeregelten Ausdruck wünschen. Und wenn sie die Gelegenheit haben, können sie ihre Stimme zum Ausdruck bringen. Ich denke, da brauchen wir vielleicht einige Klärungen von Seiten von Brüssel in Bezug auf das Austrittsabkommen. Aber ganz besonders vernünftig wäre es, diejenigen, die zu konsultieren, die am Anfang für Brexit gestimmt haben, zwar das britische Volk, und sie zu fragen, ist das wirklich das, was sie wünschen? Ich denke, sie werden ganz klar Nein sagen. Vielen Dank. Nun bekommt 2 Minuten Herr Dance das Wort. Bitte schön. Oh, really? Oh, ja, vielen Dank. Dankeschön, Frau Vizepräsidentin. Ja, wie sind wir hierher gekommen? Sind im Interesse der konservativen Partei und nicht nur der, und die waren nicht mal gut dabei. Dazu sind wir hier gelangt, wo wir heute stehen. Wir glauben, dass diese Regierung alle Möglichkeiten hatte. Aber gut, das ist eine Diskussion, die natürlich in Großbritannien geführt werden wird. Unabhängig von der regierenden Partei wird man beim Brexit diese Wahl treffen müssen. Entweder geht man weg von den EU-Strukturen auf Kosten von Arbeitsplätzen,
Arbeitsplätzen, Chancen, Arbeitnehmerrechten und Umweltschutz. Oder man bleibt in der EU und hat keine Möglichkeit mehr darüber zu entscheiden, wie diese Strukturen aussehen. Genau das ist die Wahl, vor der man steht beim Brexit. Weder das eine noch das andere ist richtig für ein Land und schon gar nicht für das Vereinigte Königreich. Aber ich möchte hier eine Botschaft der Hoffnung ausgeben. Denn die britische Bevölkerung hat jetzt die größte proeuropäische Bewegung zutage gebracht. Wir haben Millionen von Menschen, die vorbereitet sind, auf die Straße zu gehen, um die Werte zu verteidigen. Das ganz offen zu sagen, worauf man stolz ist, was die EU erreicht hat und erreichen wird. Wir sind für die Freizügigkeit. Wir sind für die Strukturen, nicht nur für die derzeitige Generation, sondern auch für die künftigen. All der Unsinn, der gesagt wird von der Opposition. Es gibt keine Mehrheit für einen No-Deal. Aber ob wir jetzt eine neue Regierung bekommen, ein neues Referendum oder ob es eine Mehrheit gibt für die Zukunft. Wir müssen anerkennen, dass wir vielleicht mehr Zeit brauchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, wir sollten die Logistik nicht übernehmen lassen. Wir haben eine Chance und wir brauchen Ihre Unterstützung und Ihre Freundschaft. Dankeschön. Das war der Abgeordnete Sepp Dance von Labour, offensichtlich mit einer ganz anderen Meinung als sein Chef, Jeremy Corbyn. Ich habe letzte Woche die historische Abstimmung in Westminster verfolgt mit den Kollegen vom Kontinent, die sich großen Sorgen machen um die Brexit-Krise im VK. Viele hoffen immer noch, dass wir eine Möglichkeit finden, bei Ihnen zu bleiben. Und ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Brexit ist fehlende Führungsqualität. Theresa May hat versagt und hat immer nur den Bedürfnissen ihrer eigenen Partei Rechnung getragen. Jeremy Corbyn ist ebenfalls seiner Pflicht nicht nachgekommen, Brexit zu sich gegen die Brexit zu stellen, hat die Hälfte des Landes in Verzweiflung gestürzt. Es ist auch eine Krise der Solidarität. Ältere Generationen haben die Hoffnungen und Träume der Jungen ignoriert. Zu viele Briten haben vergessen, dass es auch noch andere EU-Bürger gibt, die Teil sind unserer Gesellschaft. Oder sie haben auch ihre Mitbürger vergessen, die in der EU leben. Vielen ist das Herz gebrochen worden und ihr Leben ist völlig umgestürzt worden durch diesen Brexit. Die Komplexität und auch die Kosten des Brexits sind überhaupt nicht klar. Und wir haben ein demokratisches Recht zu sagen, was wir für unser Land wünschen. Es ist so, dass Westminster jetzt in der Sackgasse steckt. Darum ist es nur recht und billig, wenn wir uns jetzt wieder an das Volk wenden. Thank you. Ja, vielen Dank. 2 Minuten, Herr González-Bons. Kollegen, nach der gestrigen Abstimmung in Westminster ist nur eine Sache klar. Das Unterhaus hat dieses Abkommen abgelehnt, das die Regierung unterzeichnet hat. Aber das Unterhaus weiß nicht, was es möchte. Es gab Mehrheiten für 2 negative Lösungen, aber keine positive Lösung. Nach Monaten von Lügen und falschen Hoffnungen muss die britische Regierung einfach die Wahrheit akzeptieren. Brexit ist kein europäisches Problem, ist ein britisches Problem. Bitte finden Sie daher eine Lösung. Jeder möchte die bestmöglichen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich haben, aber nicht ohne irgendwelche Einschränkungen. Wir möchten Verbündete und Freunde sein, aber das britische Königreich kann nicht von uns erwarten, dass wir hier unsere Sympathien zurückziehen. Also Mitglied der Europäischen Union zu sein, ist keine wirtschaftliche Entscheidung, sondern eine Lebensentscheidung. Auf der Grundlage von Werten und von Gesetzen und Verträgen. Da geht es nicht nur um Geben und Nehmen. Das Vereinigte Königreich hat dieses Problem geschaffen und das Vereinigte Königreich muss das Problem jetzt lösen. Wir als Europäisches Parlament sind bereit, dieses Austrittsabkommen zu unterzeichnen, wenn es bei uns ankommt. Aber wir sind auch bereit, weiterzumachen ohne dieses Abkommen. Bis gestern dachten wir eigentlich, dass Brexit die Reaktion auf eine europäische Krise wäre. Heute wissen wir aber, dass es die Reaktion auf eine nationale britische Krise ist. Gestern wurde ganz klar, dass es keine Mehrheit für einen Brexit mit einem Austrittsabkommen gibt und keine Mehrheit für ein Brexit ohne ein Abkommen. Also am vernünftigsten wäre es, einfach jetzt ruhig zu bleiben und weiterzumachen. Keep calm, carry on. Und jetzt an die Adresse von Herrn Farage, egal wo er jetzt gerade sein mag, mit allem Respekt, den ich Ihnen schulde, bitte. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie das Wort Krieg benutzen, denn es gab schon einen Krieg und Gott sei Dank haben die Briten den Krieg gewonnen. Alle haben die Lektion gelernt, aber nicht unbedingt Herr Farage.
Mr. González Pons, there is a Herr González Pons, es gibt eine blaue Karte von Herrn Etheridge. Nehmen Sie diese an? Natürlich nicht. Gut, 30 Sekunden. Did you say no? Ah, Sie haben gesagt nein. Oh, dann bitte ich um Nachsicht. Ich werde einen Hörtest machen lassen. Nein, die Antwort war also klar nein. Also von daher, Sie verlassen jetzt den Plenarsaal. Gut, also 2 Minuten Redezeit bekommt Frau De Lange jetzt. Yes, thank you very much, Madam Chair. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Ich muss eins sagen, ich habe die gestrige Debatte im House of Commons begleitet. Wir respektieren natürlich die Traditionen dort im Parlament, aber dennoch hatte ich immer wieder den Eindruck, Sie wissen eigentlich gar nicht, was Sie wollen, aber Sie können hervorragend darüber reden. Und ich sehe es eigentlich ein bisschen wie Herr Farage, der heute nur in dieser anderthalbstündigen Brexit-Debatte hat er gesagt, oh, Brexit ist vielleicht sein Raison d'être, will dennoch hier verbleiben. Also das Ganze ist wahrscheinlich schon für YouTube und jetzt ist er weg, wie üblich. Aber eins muss man ihm zugestehen, er weiß, was er will. Denn er will den härtesten No-Deal für den Brexit wie nur möglich, nur für seine Bodies, die dann nachher das NHS, das Gesundheitssystem, auflösen, Arbeitsplätze abschaffen und ein Paradies für Banker schaffen, das keine Regeln kennt. So, wenn man dann sich die hiesige Debatte anhört, hier im Europäischen Parlament, ist das, was ich vernehme von den Kollegen, die sagen, wir sollten Ruhe bewahren, uns zusammensetzen und schauen, wie wir doch nochmal zusammenkommen, um eine Lösung zu finden, die die Mehrheiten finden. Herr Corbyn hat gesagt, er möchte eine Zollunion. Warum sagt denn niemand und bringt keinen Änderungsantrag vor im House of Commons, um das einmal zu bewerten, um einmal zu schauen, wie weit man damit kommt? Eine Zollunion wäre die beste Lösung, wenn die Briten bedauerlicherweise rausgehen, um beide Seiten gut hin, um auch wirklich eine tragbare Lösung zu finden. Gut, wir arbeiten als Politiker hier und auch im Westminster nicht nur, um Reden zu halten, sondern um uns zusammenzusetzen, Mehrheiten zu finden, um Lösungen zu finden. Wir sollten uns an die Arbeit machen. Sofort. Danke. Thank you. Vielen Dank. Das war die Abgeordnete Esther de Lange aus den Niederlanden für die Europäische Volkspartei, also die Christdemokraten. Und das ist ein Ritual, bei dem wir jetzt sind, das sich Catch the Eye nennt. Das sind Spontanmeldungen aus dem Parlament und das dauert ungefähr 5 Minuten. Bevor dann Michel Barnier wieder ans Mikrofon tritt. Brexit, wir sollten kreativ antworten. Wir sollten den Briten mehr Zeit einräumen, damit sie sich klar werden können, was sie wollen. Falls sie sich gegen einen harten Brexit entscheiden und sich mit der Idee einer Zollunion anfreunden können oder gar eines Binnenmarktes, sollten wir ihnen entgegenkommen. Wir haben natürlich auch Fehler begangen, die dazu geführt haben, dass die Briten für den Brexit gestimmt haben. Die EU braucht unbedingt das VK. Und es wird Tag für Tag deutlicher, dass auch das VK die EU braucht. Vielen Dank. Thank you. Mr. López Aguilar. Señora Presidenta, Frau Präsidentin, eine negative Mehrheit ist ja die Summe vieler negativen Punkte und das hat zu viel Verwirrung und Unsicherheit geführt. Und die britische Gesellschaft ist jetzt wirklich eine geteilte Gesellschaft, sowohl in Bezug auf die soziale Frage, gesellschaftliche Frage, wie auch wirtschaftliche Fragen. Und da kann man nicht unendlich diskutieren über die Artikel, die hier jetzt anzuwenden sind, um aus diesem Labyrinth herauszukommen, aus dem Labyrinth, das sich jetzt aus diesem Referendum ergeben hat. Und natürlich können wir die Millionen der Briten unterstützen, die mutig waren und sich widersetzt haben gegen die Lügen, die populistische Demagogie. Und ich möchte auch Herrn Barnier danken. Die Unterhandlungsfähigkeit, die Verhandlungsfähigkeit der Europäischen Union war beruhigend. Man hat etwas Verständliches getan für all diejenigen Bürger, für all die Personen, die am meisten Angst haben vor der Unsicherheit in ihrem Leben. Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Mr. Jurek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die europäische Krise haben wir im Plenarsaal mitverfolgen können. Wir haben immer wieder gehört, Dialog, Pluralismus, aber immer wenn die Kollegen eine Nachfrage bekamen, haben sie da ein Nein entgegengeschmettert. Das ist leider typisch. Man muss sich auch mal im Spiegel anschauen können. Und das, diese Krise sieht man überall. In Deutschland gibt es historisch schlechte Wahlergebnisse für die beiden großen Volksparteien. In Frankreich ein Rekord bei der Nichtteilnahme an den Wahlen. Und dann gibt es Unruhen auf den französischen Staaten. Wir haben auch das britische Referendum nicht wirklich verstanden. Wenn wir wirklich die europäische Zusammenarbeit verteidigen wollen, wenn wir wollen, dass Europa zusammenarbeitet, dann ist es jetzt höchste Zeit, diese Politik zu ändern, die die Briten verschreckt hat. Migration, europäische Armee und all diese ewige Vertiefung. Der Redner wird jetzt unterbrochen. Ich bin streng mit allen. Herr Giorgio, Sie haben eine Minute. Herzlichen Dank. Ich denke, dass das Parlament jetzt auf das House of Commons zugeht, um darum zu bitten, den Standpunkt zu revidieren. Ich denke, dass die gestrige Abstimmung nicht nur ein Scheitern war für die britische Regierung, sondern letztendlich auch das Scheitern der Kräfte insgesamt der britischen Regierung. Man muss dann auch denjenigen beim Namen nennen, der dafür zu verantwortlich zu machen ist, Herr David Cameron. Ich bin nicht gegen ihn, aber es geht hier nicht darum, Spiele zu spielen. Es geht auch nicht darum, Wetten abzuschließen. Sondern ich möchte sagen, dass das Referendum ja nun doch so aufgestellt sein muss, um die Zukunft künftiger Generationen festzustellen. Frau Vorsitzende, viele negative Sachen passieren und das ist schlecht für die Europäische Union und für das Vereinigte Königreich. Ich stimme mit Ihnen überein. Die britischen Wähler hat man irre geleitet. Man hat ihnen Märchen und Lügen erzählt. Und jetzt zahlen wir die Steuer an den Populismus. Und die Briten wissen heute, was das ein Abkommen bedeutet und was das bedeutet, in der Europäischen Union zu bleiben. Also was für eine Wahl haben Sie jetzt? Ein Szenario ohne Abkommen oder der Verbleib in der Europäischen Union? Die Menschen sollten sich entscheiden. Viele Unternehmer werden Britannien verlassen und zahlreiche britische Bürger werden die EU-Bürgerschaft in der Europäischen Union suchen. Ich bin für mehr Europa. Herr Tarabella, bitte. Ich wollte Herrn Kamal etwas entgegnen, aber er ist verschwunden. Der Fraktionsvorsitzende der EKR, Herr Farage, ist auch verschwunden. Das Einzige, was ihn interessiert, ist seine eigene Show. Der Rest interessiert ihn nicht. Herr Cameron hat ja eigentlich die Verantwortung für den Brexit. Er hat sein Volk in Geiselhaft genommen. Die Populisten sind natürlich ihm dann in die Spur gefolgt. Ich möchte Herrn Barnier und seinen Mitarbeitern danken, denn sie haben es geschafft, dieses Abkommen auszuhandeln. 600 Seiten, das ist der bestmögliche Kompromiss. Natürlich besteht das Problem darin, ich werde jetzt mal Margaret Thatcher zitieren, das ist das erste Mal, denn besonders sympathisch fand ich sie nicht. Jedenfalls mit ihren Worten, es gibt keine Alternative oder vielleicht doch. Nämlich, wir haben heute das politische Chaos und vielleicht können wir dann daraus profitieren, indem wir ein bisschen Zeit uns lassen, sodass das VK wieder hoffen kann, dass die Moderaten gewinnen und nicht die Extremen. Und ich hoffe, dass es vielleicht am Ende dann keinen Brexit geben wird. Herr Starbatty, bitte. Präsidentin, wir wissen,
dass die jetzige Lösung gescheitert ist, die auf dem Tisch lag. Wir wissen, dass ein Brexit ohne Absicherung katastrophal ist. Auch das Nordirland-Problem ist nicht gelöst. Also es bleibt letztlich nur übrig, das Volk noch einmal zu befragen. Und dann wird gesagt, ja, wir haben es ja bereits gefragt. Es ist nicht demokratisch, es wieder zu befragen. Nein, Demokratie ist Herrschaft des Volkes und nicht das Verweilen bei einem Fehler. Insofern ist das Beste, das Volk noch einmal zu befragen mit der Fragestellung, wollen wir noch einmal in Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament, der Kommission, mit dem Rat eintreten. Und dann möchte ich an dieses Haus eine ernste Bitte richten. Wir sollten nicht auf hohem Ross sitzen, wenn wir verhandeln, wie es bisher der Fall gewesen ist. Alles, was ich in diesem Haus gehört habe, war letztlich Gott strafe England. Das ist die falsche Haltung. Wir müssen sagen, was brauchen wir für Europa? Was brauchen wir für uns? Was brauchen wir für Großbritannien? So müssen die Verhandlungen geführt werden. Dann kommen sie auch zu einem Erfolg. Our next speaker, Mr. Flanagan. Herr Flanagan, bitte. Das Erste, was gesagt werden muss, und ich stimme nicht immer Herrn Kelly zu, ist, dass wir auf das zurückkommen müssen, was Frau Foster sagte, dass es nie eine harte Grenze in Irland gegeben hätte. Ich weiß ja gar nicht, wo Herr Lynn Foster war, als es eine harte Grenze gab. Vielleicht war diese Grenze für sie nicht da, weil sie nicht gestoppt wurde, aber diese Grenze war hart und sie war da. Wir brauchen eine Ausweitung von Artikel 50, eine Verlängerung. Dieses Spiel, das hier gespielt wird, dieses Versteckspiel, das hat überhaupt keinen Erfolg. Und falls diese Verlängerung nicht stattfinden sollte, dann muss die Europäische Union erläutern, wie man die irische Wirtschaft unterstützen möchte, vor allem die Landwirte unterstützen möchte. Ich hörte eine Bemerkung von Herrn González Pons, dass das jetzt nicht Europas Problem wäre. Aber die Iren sagen, das wurde nicht verursacht von Europa. Und das ist ein klares Argument. Das kann man auch jeden Tag sagen. Aber ist jetzt unser Problem. Wir und die Republik Irland sind Mitglieder der Europäischen Union und jetzt wird es zu massiven Problemen für uns jetzt zu behaupten, das sei kein europäisches Problem, das ist falsch. Diese Haltung sollte man abändern. Und von Herrn Barnier, und ich war wirklich beunruhigt angesichts der Tatsache, dass er das Amt angenommen hat, aber ich muss sagen, Sie haben das hervorragend getan. Sie sind Ihren Werten die ganze Zeit treu geblieben und jetzt wird der Redner unterbrochen. Herr Höckmark bekommt jetzt schon das Wort. Ja, Frau Präsidentin. An die Adresse der UKIP-Kollegen gerichtet. Wenn ich das richtig verstehe, haben Sie nicht einen einzigen Sitz in Westminster. Nicht einen einzigen Sitz. Sie wurden gewählt, also vom britischen Volk, um über die Zukunft des britischen Königreiches, des Vereinigten Königreiches zu entscheiden. Das ist eins. An die Adresse von Herrn Farage und alle anderen, Sie sollten doch dankbar sein der europäischen EU, denn ohne die EU hätten Sie überhaupt gar keine parlamentarische Vertretung. Nirgendwo. Zweitens, an die Adresse der britischen Freunde gerichtet, diejenigen, die sich um das Thema kümmern in Westminster. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, wenn Sie Zeit für weitere Überlegungen brauchen, dann sollten wir diese Zeit Ihnen zugestehen. Dankeschön. Frau Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kollegen, viel ist heute schon gesagt worden. Das Thema ist sehr wichtig. Und es gibt eine Mehrheit im Europaparlament, die wollen, dass das VK bei uns bleibt. Und ich beglückwünsche unseren Unterhändler, der alles in seiner Macht Stehende tat. Aber jetzt ist der Ball im Feld der Briten. Und natürlich geht es jetzt um das Schicksal der Europäer, das Schicksal der Briten in Europa. Das macht mir große Sorgen und ich beunruhige mich auch mit Blick auf die Handelsbeziehungen. Ich denke nicht nur, dass wir die Verhandlungen weiterführen sollten, sondern dass wir auch uns an das Volk wenden sollten. Die möchten doch zu ihrer Mehrheit dort bleiben. Ich war in London, habe mich dort mit vielen unterhalten. Die möchten, alle meine Gesprächspartner wollten im VK bleiben. Die Politiker geben oft verzerrte Informationen weiter und ich möchte mich jetzt auch an die Kollegen im Europaparlament von der rechten Seite wenden. Wenn das VK austreten würde, dann stellt sich natürlich dann die Frage, wer die Renten der Briten zahlen wird. Damit haben wir das Catch-the-Eye-Verfahren abgeschlossen. Wir kommen zu Vizepräsident Timmermans.
Ja, ohne die Widerstandskraft der Briten würden wir heute jetzt nicht sitzen, hier sitzen. Mein Land ist auch dankbar gegenüber den Briten angesichts der Freiheit, die die britischen Soldaten uns gebracht haben. Es gibt eine ganz klare Verbindung zwischen dem Vereinigten Königreich und Europa. Und ob das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union ist oder nicht, Großbritannien wird weiterhin Teil Europas sein und wird weiterhin unser gemeinsames Schicksal mitbestimmen. Aber es schmerzt mich festzustellen, dass das Vereinigte Königreich heute so getrennt, geteilt dasteht. Die Trennlinien aufgrund von Brexit führen dazu, dass die britische Gesellschaft geradezu gelähmt ist. Und ich bin den Briten wirklich dankbar, nicht nur für die Freiheit, sondern auch für die britischen Lehrer, die mich unterrichtet haben und die mir beigebracht haben, die englische Sprache zu sprechen, die britischen Werte zu verstehen. Das wird sich nicht verändern, egal was geschieht. Aber eine Sache möchte ich ganz klar sagen, in Reaktion auf das, was von Herrn Kamal gesagt wurde und was von Herrn Farage gesagt wurde. Ich habe in der Kommission zusammen mit Michel Barnier und auch nicht in 27 Hauptstädten irgendwie die Haltung vorgefunden, wo man Großbritannien bestrafen möchte. Niemand möchte das Vereinigte Königreich bestrafen, weil das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen möchte. Bei den Verhandlungen, die jetzt stattgefunden haben, gab es eine Haltung in allen Hauptstädten, auch in der Europäischen Kommission, eine Haltung, wo man versuchte, so wenig Schaden wie möglich hier anzurichten. Aber wir sollten uns nichts vormachen. Man darf nicht denken, dass Brexit zu keinen Schäden führen wird. Brexit wird Schaden anrichten. Im Vereinigten Königreich, in der Europäischen Union ist unsere kollektive Verantwortung, diesen Schaden auf ein Mindestmaß zu beschränken. Und was wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren geschehen? Ja, das muss das britische Volk entscheiden. Und das ist vor allem erst einmal das britische Unterhaus, wo diese Diskussion geführt werden. Und wir müssen hier zusammenspielen mit dem Vereinigten Königreich, egal wie wir denken. Und ich habe nie die Tatsache verheimlicht, dass ich es natürlich lieber sähe, wenn das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union bleiben würde. Aber das müssen die Politiker, die Briten selbst entscheiden, das britische Volk. Aber eine Sache möchte ich auch ganz klar zum Ausdruck bringen. Und da möchte ich auf Herrn Kamal eingehen. Da möchte ich auf den Binnenmarkt eingehen. Man kann nicht ganz ehrlich sagen, ich werde die Europäische Union verlassen, aber ich werde all das mitnehmen, was mir gefällt, unabhängig davon, was das für die Europäische Union bedeutet. Wir haben ja als europäischer Politiker, als Mitgliedsländer, als Institution die Verpflichtung, die Grundwerte und die Grundaspekte der Europäischen Union zu schützen. Dazu gehört die Freizügigkeit. Die vier Freizügigkeiten. Dazu gehört die Unverletzbarkeit des Binnenmarktes und darüber kann nicht verhandelt werden. Das steht nicht zur Debatte. Was mich auch überrascht, ist die Tatsache, dass Herr Farage diesen wunderschönen Tagtraum der nationalen Unabhängigkeit träumt. Und er vergisst hierbei ganz klar die Bedeutung des Karfreitagsabkommens für Frieden in Europa. Es ist doch ganz klar für die Europäische Kommission, dass wir eine kollektive gemeinsame Verantwortung als Europäer haben, um sicherzustellen, dass weiterhin Frieden auf der Insel Irland herrschen wird. Und für diesen Frieden in Irland ist es einfach von grundlegender Bedeutung, dass es keine harten Grenzen in Irland gibt. Und deswegen benötigen wir diese Auffanglösung, den Backstop. Auch darüber kann man nicht verhandeln. Und es ist doch nicht zu verstehen. Auf der einen Seite ist es ja ermutigend, dass es hier diese europäische Solidarität gibt, dass niemand in den 27 Hauptstädten jetzt hier Irland vor den Bus werfen wird, egal was kommen wird. Aber es ist doch überraschend, dass so viele Menschen in Westminster hier die Grundwerte des Karfreitagsabkommens nicht nachvollziehen können und für diesen Tagtraum bereit sind, hier Frieden und Stabilität in Irland zu opfern. Ja, ich spreche jetzt gar nicht über die Arbeitsplätze, über die Investitionschancen, die verloren gehen.
Und das wäre ganz ehrlich gewesen hier bei dieser Kampagne, die zu Brexit geführt hat. Aber wir respektieren das Abstimmungsergebnis, wenn man gesagt hätte, wir möchten das unbedingt. Und deswegen ist es uns egal, wenn sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Dann deswegen ist es uns vollkommen egal, dass jetzt Investitionschancen verloren gehen. Dann, das ist uns vollkommen egal, seien wir, dass es ein Finanzloch im nationalen Gesundheitswesen geben kann. Das ist uns vollkommen schnuppegal. Das wäre eine ehrliche Brexit-Kampagne gewesen. Aber gut, wir werden auf die Entscheidung Westminster im Vereinigten Königreich warten. Wir werden weiterhin eine ehrliche Debatte führen mit unserem Projekt, so wenig Schaden anzurichten wie möglich, unabhängig mit welchen Karten hier gespielt wird. Und Herr Kamal, Sie haben ja die Eagles zitiert, die Rockgruppe zitiert. Ich möchte die Rolling Stones zitieren. Man kann nicht immer das bekommen, was man möchte, aber wenn man es manchmal probiert, dann wird man es manchmal bekommen. Thank you. Vielen Dank. Ja, hier und da sollte man vielleicht singen, dann würde sich die Stimmung insgesamt verbessern. So, für den Rat, Frau Chiat. Dankeschön, Frau Präsidentin. Verehrte Mitglieder des Europäischen Parlaments, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich sollten wir hoffen, aber der parlamentarische Prozess im Vereinigten Königreich wird zu dem Ausgang eines Austrittes führen. Und wir müssen schauen, dass wir das positiv gestalten können. Sollte sich das bewahrheiten, müssen wir sehen, dass das erzielte Abkommen vom 25. November eigentlich nur der erste Schritt in einem langen Prozess war. Wir müssen uns jetzt um die Umsetzung kümmern, diese genau beobachten, damit das Austrittsabkommen im Interesse der Bürger und der Industrie geschieht. Denn die künftigen Beziehungen werden alles andere als einfach sein. Wir brauchen von daher Ihre Zusammenarbeit, Ihre Unterstützung für die Begleitung dieses Prozesses in den nächsten Jahren. Ich bedanke mich noch einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Die Aussprache ist damit abgeschlossen. Dankeschön. Mit Melania Ciot aus Rumänien für die Ratspräsidentschaft endet diese Aussprache zur gestrigen Abstimmung im britischen Unterhaus. Es wurde, wie wir gehört haben, mehrfach klargestellt von den Abgeordneten hier, dass der Ball jetzt bei den Briten liegt. Man merkt aber auch, dass die Europäer etwas ratlos sind, denn die Briten sehen das offensichtlich gar nicht so, dass der Ball bei ihnen liegt. Die bespiegeln sich ja lieber erstmal selbst weiter und halten ein Misstrauensvotum ab. Leider war die teilweise doch sehr emotional geführte Debatte relativ schlecht besucht. Viele leere Plätze. Gibt wohl auch eine gewisse Brexit-Müdigkeit hier im Europaparlament. Die hat hier wohl Einzug gehalten.